Hallo, herzlich willkommen zum Naturheilkunde-Kanal. Im Naturheilkunde-Kanal dreht sich alles darum, wie Sie mit naturheilkundlichen Mitteln Ihre Gesundheit erhalten, Krankheiten vorbeugen oder heilen können. Ich möchte Ihnen gerne Tipps oder Anregungen dazu geben, wie Sie Ihre Gesundheit in Ihre eigenen Hände gehört. Denn dort gehört sie hin, in Ihre Hände. Mein Name ist Andreas Kallmeier und heute fürchte ich, wird das ein etwas längeres Video. Ich möchte Ihnen nämlich gerne 17 Tipps vorstellen, was Sie bei einer Bronchitis machen können. Das ist keine abschließende Liste, darauf möchte ich gleich hinweisen. Sie finden auf meiner Homepage, der Link steht unten drunter unterhalb des Videos, noch eine weitere Auflistung an Dingen, die Sie tun können bei Husten und dergleichen. Ich habe mir jetzt erstmal 17 Stück davon rausgepickt, die ich am interessantesten finde. So, was ist eine Bronchitis? Eine Bronchitis, wenn Sie sie noch nie hatten, was ich allerdings bezweifle, wissen Sie, hat meistens mit Husten zu tun, meistens kommt Schleim raus oder wenn es blöd läuft, kommt kein Schleim raus und Sie haben sehr, sehr trockenen Husten und unter Umständen eine massive Böllerei, sodass man denkt, die Lunge ist gleich hinüber und platzt. Und übrigens in der Tat, man sollte das Husten nicht forcieren, in der Tat gehen nämlich jedes Mal Lungenbläschen dabei flöten. Das heißt also, Menschen, die viel zu oft in ihrem Leben eine Bronchitis haben, da gehöre ich übrigens zu, haben ein deutlich höheres Risiko, irgendwann mal in Richtung einer Fibrose, Lungenfibrose zu gehen. Das heißt also, dass diese Lungenbläschen, die eben kaputt gingen, ersetzt werden durch mehr oder weniger Narbengewebe und damit das Lungenvolumen einschränken. Zum Glück, ich glaube, auf Holz hier, toi toi toi, scheint mein Lungenvolumen noch soweit okay zu sein. Also von daher bin ich darüber dankbar. Ich habe irgendwann mal eine tolle Kollegin kennengelernt, die die jährlichen wieder auftretenden Bronchitiden, die ich hatte, erfolgreich mit Naturheilkunde dahingehend behandelt hat, dass sie nie wieder auftraten oder einmal alle 5 Jahre irgendwas in der Richtung und dann auch nicht ansatzweise so massiv. Aber kommen wir wieder zurück zur Bronchitis. Eine Bronchitis ist letztendlich eine Entzündung der oberen Arbeitswege. Bronchien sind diese Verästelungen. Also hier ist die Luftröhre und dann gehen hier verschiedene Verästelungen runter. Das sind die Bronchien. Es gibt obere und untere Bronchien. Und wenn die sich halt entzünden durch Erreger, kann aber auch durchaus allergisch bedingt sein, unter Umständen. Aber ich rede jetzt primär über die Bronchitis, die halt durch einen Infekt oder durch einen Erreger ausgelöst wurde. Ganz oft ist das, kann das ein grippaler Infekt sein, der das ausgelöst hat. Nichtsdestotrotz wird Ihnen oft vom Arzt mehr oder weniger, also eigentlich nur prophylaktisch, ein Antibiotikum verschrieben. Die Logik dahinter ist die, Ihr Immunsystem ist geschwächt. Jetzt könnte sich jederzeit darauf ein anderer Erreger draufsetzen. So nach der Devise, Menschen können Flöhe und Läuse zugleich haben, kann sich ein anderer Erreger oben draufsetzen. Und das macht die Sache dann viel schwieriger zu behandeln für den Arzt oder auch für Sie. Ja, die Logik kann ich nachvollziehen. Ich bin der auch eine Weile gefolgt damals, vor 20, 30 Jahren. Mittlerweile bin ich vorsichtig damit. Ich persönlich habe bestimmt in den letzten 10 Jahren kein Antibiotikum mehr innerhalb der letzten 5 Jahre kein Antibiotikum zu mir nehmen müssen. Das letzte musste ich wegen meiner Zähne nehmen, da hatte sich was entzündet. Aber ansonsten wegen Bronchien etc. nicht mehr seit dieser Behandlung bei der Kollegin. Das Problem bei Antibiotika ist schlichtweg der, mit Antibiotika zerschießen Sie komplett Ihre Darmflora. Da kann Ihnen der Arzt sagen, was er möchte, auch wenn er sagt, das ist ein ganz sanftes. Meistens ist es das wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es eher ein Breitbandantibiotikum, das gegen so viele Stämme wie möglich irgendwie helfen soll, damit der Arzt nicht hinterher nochmal wieder rumdoktern muss oder ihn neues und noch eins verschreiben muss. Das hat aber gleichzeitig das Risiko, wenn Sie da jetzt tatsächlich nicht alles mit erwischen sollten, haben Sie eventuell tatsächlich einen resistenten Keim da sitzen. Also ich persönlich würde erstmal darauf verzichten, weil nämlich das Immunsystem sitzt größtenteils im Darm, in der Darmflora. Und wenn Sie jetzt anfangen, mit Antibiotika darauf zu schießen, auf gut Deutsch, zerschießen Sie ein Stück weit Ihre Immunität. Und das ist auch tatsächlich das, was man bei Antibiotika feststellt, dass Sie die Immunität schwächen des Betreffenden. Deswegen, ich persönlich bin eher logischerweise für naturheilkundliche Methoden. Und ich zeige Ihnen jetzt einfach mal ein paar oder liste einfach einige auf, was Sie machen können. Ich denke, einige davon kennen Sie, haben Sie schon mal gelesen oder gehört. Bei anderen bin ich mir sicher, das sagt Ihnen nichts, das ist wahrscheinlich Neuland für Sie. Also, Nummer 1, viel trinken. Müssen wir nicht drüber reden. Wenn man viel schwitzt, sollte man viel trinken.
Auch alleine schon, damit sich der Schleim lösen kann. Ruhe. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht wirklich irgendwas Neues. Ein Atemluftbefeuchter. Vielleicht schon ein bisschen neuer für Sie. Heißt nämlich, dass Sie die Luft ein bisschen feucht halten. Sie wissen, wenn Leute Atembeschwerden haben, ist es meistens an der See oder in feuchten, salzwasserhaltigen Bereichen. Es gibt ja so spezielle Thermenanlagen, wo man das so machen kann. Ist es oft viel, viel besser, was das Atmungssystem angeht. Natürlich können Sie, auch wenn Sie eine Bronchitis haben, Sie können sich das leisten, fahren Sie an die See. In irgendein Kurzentrum oder irgendwas in der Richtung und kurieren Sie es dort aus, möglichst natürlich immer noch ohne Antibiotika. Einfach über die frische Luft, die Sie dort haben und die Entspannung, die damit vielleicht einhergeht. Ich persönlich bin natürlich ein Riesenverfechter von Lavita. Das heißt, wenn ich krank bin, nehme ich Lavita in der Regel nicht nur einmal oder zweimal am Tag, sondern eher so alle 2 bis 3 Stunden einen Esslöffel davon. Und es hat sich gezeigt, bei mir und von ganz vielen anderen habe ich das genauso gehört, dass der Krankheitsverlauf deutlich kürzer wird und die Krankheitsausprägung auch massiv abnimmt. Also vielleicht wollen Sie es einfach auch mal probieren damit, weil in Lavita haben Sie ja fast 70 verschiedene Obstsorten, Gemüsesorten, Heilpflanzen, Kräuter, alles mit reingemischt. Ich frage mich sowieso, wie das überhaupt so lange hält, wie es bei mir dann teilweise auch kühl gelagert wird. Das ist schon ein kleines Wunderwerk der Entwicklungskunst sozusagen. Also Respekt. Noch dazu schmeckt es wirklich gut. Also da muss man nicht so runterquälen in der Hinsicht. Sie haben halt über die Pflanzen ganz viele sogenannte sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, wovon viele bekannt dafür sind, oder nicht viele, aber einzelne davon sind bekannt dafür, dass sie antiviral, antibakteriell wirken, manche vielleicht sogar expirierend, also Schleim auswerfen und so weiter. Primär geht es aber an dieser Stelle erstmal dabei, dass ich persönlich darüber versuche, mein Immunsystem zu stärken, indem ich ihm diese Nährstoffe zuführe. Dann können Sie natürlich auch ätherische Öle verdampfen lassen. Also zum Beispiel der Klassiker ist Eukalyptusöl. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, das zu machen. Das duftet einfach auch total klasse und es desinfiziert den Raum und auch, wenn Sie es einatmen, Ihre Lungen. Das Interessante ist, dass Sie das eh irgendwann nicht mehr riechen. Das heißt, wenn Sie es verdampfen, ansetzen, es verdampft und Sie bleiben in dem Raum drin, irgendwann merken Sie nicht mehr, dass Sie da eigentlich noch ätherische Öle in der Luft haben. Und trotzdem wirkt es auch in diesen geringen Mengen. Dann Probiotika. Da haben wir wieder eigentlich jetzt quasi die naturheilkundliche Denke zu dem, was die Schulmedizin eigentlich falsch macht mit den Antibiotika. Hier geht es darum, dass Sie über Probiotika, eigentlich idealerweise auch noch Präbiotika, versuchen, den Darm zu stärken und die Darmflora zu stärken. Das bedeutet auch übrigens vernünftige Ernährung, mindestens mal für die Zeit der Krankheit. Also keine Schokolade, kein Süßes, keine Cola, kein Fastfood, nichts dergleichen. Das ist alles tabu. Diese Bakterien zu sich nehmen, das sind Probiotika. Ideal nehmen Sie noch Präbiotika zu sich. Muss nicht zwingend, wäre aber sinnvoll. Präbiotika sind die Sachen, die dann die Bakterien im Darm verstoffwechseln und davon leben können. Also die wir dort haben wollen. Und dadurch, dass man die fördert, die man haben möchte, verdrängt man automatisch die dort nicht hingehören und eventuell krankmachende Toxine absondern und dergleichen mehr. Dann haben wir diverse Heilpflanzen, die Ihnen helfen können. Also, Klassiker in unserem Raum ist Echinacea. Allerdings ist es bei Echinacea so, Sie sollten das möglichst immer nur kurweise nehmen. Weil es kann irgendwann kippen, was das Immunsystem angeht. Und noch besser ist eigentlich, wenn Sie wissen, Sie haben eine Neigung dazu, das zu entwickeln, das kurmäßig außerhalb einer Erkrankung zu machen. So 2-3 Wochen und dann ist Pause. Weil da weiß man, es stimuliert das Immunsystem und gerade das, was eben gegen diese Erreger vorgehen soll. Eine andere Pflanze ist Astragalus, ist jetzt nicht so bekannt bei uns. Die wiederum fördert sehr schön das Immunsystem. Gibt es als Kapsel zu kaufen zum Beispiel, ist wirklich klasse. Dann Ginseng, ja, kann man machen. Ich persönlich schrecke da ein bisschen vor zurück, weil wirklich guter Ginseng ist richtig gut teuer. Ich bezweifle, dass die Qualität an Ginseng, die man hier so üblich kaufen kann, die ist, die man braucht, um halt entsprechende Wirkung zu erzielen. Das ist aber meine Meinung. Wenn Sie meinen, Sie möchten das ausprobieren oder Sie nehmen es vielleicht sowieso schon, erhöhen Sie halt die Dosis im Zweifel und gucken mal, was Ihre Erkältung dazu sagt. Dann etwas, was wieder aus unserem europäischen Raum ist, Olivenblattextrakt. Also nicht die Oliven essen, sondern ein Extrakt aus den Blättern der Oliven.
Der ist nämlich sehr schön antiviral aktiv, teilweise antibiotisch aktiv. Nebenbei gesagt, geht er auch noch auf Herz-Kreislauf-System, also haben sie noch einen gewissen Schutz dabei und eine gewisse Umkehr von atherosklerotischen Prozessen, so dass denn ein Thema für sie ist. Gibt es ganz normal zu kaufen, diese Extrakte. Dann haben wir Oregano. Vor allen Dingen das Oregano-Öl ist ein super quasi Heilmittel, weil es gegen eine riesen Palette an Bakterien wirkt. Viren bin ich mir jetzt nicht so sicher. Pilze gibt es durchaus, dass man gegen Pilze das auch versucht einzusetzen. Das können sie in der richtigen Qualität und verdünnt innerlich einnehmen. Spricht nichts gegen. Sie können es aber auch einfach als eine Verreibung hier auf dem Brustkorb machen. Dann haben wir als nächstes Grapefruit-Kernextrakt. Das wird englisch auch gerne abgekürzt als GBE, falls Sie es im Internet suchen wollen. Da wurde leider vor Jahren was an der Gesetz oder an den Gesetzen geändert, sodass Sie nicht mehr das Konzentrat bekommen können, was eigentlich die beste Wirkung hatte. Nichtsdestotrotz findet man jetzt immer noch im Internet vernünftige Extrakte, die man dafür nehmen kann. Bitte fangen Sie langsam an. Das ist sehr sauer, sehr intensiv, sehr reich an sogenannten Polyphenolen, die unserem Körper eben helfen, gegen Bakterien, Viren etc., also diverse Krankheitserreger, anzugehen. Das sollten Sie langsam verdünnt anfangen. Fangen Sie mal erstmal mit einem Tropfen Glas Wasser an. Wenn Sie dann im Laufe des Tages merken, alles ist okay, können Sie mit zwei Tropfen weitermachen und sich so von Tag zu Tag so ein bisschen steigern. Es wirkt nebenbei auch, obwohl sauer, ein Stück weit entsäuernd. Ja, dann, eine meiner Favoriten sind Pilze. Sogenannte Heil- oder Medizinalpilze, die sich eben dadurch auszeichnen, dass sie einen medizinischen nachgewiesenen Effekt haben oder zumindest bestimmte Inhaltsstoffe darin haben einen medizinischen Effekt. Viele davon werden schon seit Jahrtausenden in der chinesischen Medizin eingesetzt und kommen quasi von da herüber. Mir ist hier in Europa nicht unbedingt bekannt, dass wir eine Tradition haben, Pilze in dem Sinne als Heilpflanzen oder als Heilpilze einzusetzen. Jetzt schon, jetzt wird das massiv erforscht. Und hier sind im Grunde drei Pilze interessant. Das ist der Reishi, der einen intensiven Effekt auf das Immunsystem hat und an Giften wirkt. Der Coriolis, den Bakterien und Viren wirkt. Und dann haben wir noch, wenn Stress ein aktives Thema für Sie ist, dann würde ich das mit abdenken über den Cordyceps. Das wären so die drei Pilze, die ich da kombinieren würde. Entweder besorge ich mir das als Pulver oder halt empfehle ich meistens Bio-Anbauten, und davon entsprechende ganze Pilzpulver. Ich würde nicht unbedingt das Extrakt nehmen. Ich halte tatsächlich mehr von dem Pulver als Ganzes. So, dann haben wir das geliebte kolloidale Silber. Kolloidales Silber, soll ich sagen, ein Kolloid ist etwa eine Substanz, die einer anderen Substanz gelöst ist, aber nicht wie eine Lösung normalerweise, wenn Sie zum Beispiel Salz im Wasser lösen, sondern es liegt in seiner U-Form noch vor, aber in sehr kleiner Größe, also einige Silberteilchen, die da zusammen ein Kolloid ergeben. Und hier gibt es eben verschiedene Dosierungen, das können Sie im Internet kaufen und man weiß, kolloidales Silber wirkt antibakteriell, teilweise antiviral, teilweise gegen Pilze. Und das Spannende ist, sollten Sie sich entschlossen haben, ein Antibiotikum zu nehmen und das hilft vielleicht nicht so, wie Ihr Arzt sich das vorgestellt hat, weil vielleicht dann doch ein resistenter Keim da ist. Dann nehmen Sie mal kolloidales Silber mit dazu, weil das oft Resistenzen bricht. Fragen Sie mich nach dem Mechanismus, kann ich Ihnen jetzt nicht erklären, aber es scheint so zu sein, dass wenn Sie das Antibiotika geben, das Bakterium sagt, ja, nett, und wenn Sie dann noch das Silber dazugeben, dann geht er, macht er die Gerätsche sozusagen und dann hilft es wieder. Und als einen weiteren Punkt, der eher ein Insider-Tipp ist, ist das sogenannte Spengler-Samen-Kolloid G. Auch wieder ein Kolloid, aber was ganz anderes. Das ist ein Mittel von der Firma Spengler-Samen. Das wird über Sprühstöße in die Ellenbeuge eingesetzt. Das heißt, Sie eben hier so zwei, drei Sprühstöße und dann reimen Sie das mit diesem Teil hier ein. Die Idee dahinter ist, dass da drunter ein feines Geflecht an Gefäßen ist und hier genauso. Und das wirkt im Grunde so ähnlich wie eine Art, man könnte fast sagen, wie eine Infusion sozusagen, weil es umgeht den Magen-Darm-Trakt, das Orale, wo ja ganz viel über die Leber dann gefiltert wird. Das heißt, es wird mehr oder weniger direkt in die Blutbahn mit eingerieben, das Ganze. So, und da, wenn Sie mal auf Amazon sich die Bewertung dazu angucken, der Link ist
unten drunter in dem Textfeld habe ich mit beigefügt. Dann werden Sie lesen können, wie begeistert die meisten davon sind, wie toll es wirkt bei Infektionen, Krankheiten und so weiter und so fort. Vor allen Dingen natürlich allen möglichen Arten von Infektionskrankheiten. Übrigens auch für Tiere tauglich. Dann sollten Sie sich natürlich in jedem Fall sehen, dass Sie bestimmte Nährstoffe, Mineralien und Vitamine zu sich nehmen. Also allen voran ist hier natürlich der erste Kandidat das Vitamin C. Das würde ich allerdings versuchen, an Ihrer Stelle möglichst natürlich zuzuführen. Das heißt Acerola-Kirsche, Camu-Camu, Hagebuttenpulver, was auch immer Ihnen lieb ist. Sie können auch Sprossen ziehen, Alfalfa-Sprossen zum Beispiel, haben einen sehr hohen Anteil an Vitamin C. Oder Sie packen das halt in einen Smoothie rein, dann packen Sie da gleich noch eine Zitrone mit dazu zum Beispiel und ein bisschen Ingwer, weil der eben auch antibakteriell wirkt und gegen Infekte ganz hilfreich sein kann. Dann sollten Sie natürlich ausreichend auf Ihre Zinkversorgung achten. Also ich würde mindestens mal morgens und abends eine Tablette Zink nehmen, vielleicht sogar abends zwei Tabletten Zink. Und dann würde ich Hochdosis Vitamin D3 noch dazugeben. Das ist ja das sogenannte Sonnenvitamin, was immer mehr auch in der Presse oder durch die Presse geistert, so ich das zumindest überhaupt mitbekomme. Und dieses Vitamin D3 hat ganz viele verschiedene Effekte. Es scheint ein Verursacher zu sein, drücken wir es mal so vorsichtig aus, bei Autoimmunerkrankungen, bei Immunschwäche, bei Krebs, was mehr oder weniger sehr eng beieinander hängt. Das hat alles was mit Immunsystem zu tun. Aber auch eben gesagt, bei Krankheiten aus Studien weiß man, dass eine ausreichende Vitamin-D-Gabe täglich, ich glaube, 30 Mal so effektiv ist wie eine Grippeschutzimpfung. Ja, lassen wir das Thema Impfungen einfach nur, dass Sie eine Idee haben. Es hat seine Wirkung, es hat seine Berechtigung und ich würde tatsächlich in der Zeit, wo Sie krank sind, überlegen, ob Sie nicht eventuell auf... Was würde ich so nehmen? 10.000 bis 20.000 Einheiten pro Tag für ungefähr eine Woche gehe. Unabhängig natürlich, oder abhängig natürlich ein Stück weit auch davon, ob Sie wissen, wo Ihr Vitamin D-Spiegel liegt. Und bei all meinen Patienten, die ich daraufhin untersucht habe in meiner Praxis, als ich sie hatte, war der Spiegel in der Regel viel zu tief. Normalerweise sollten Sie bei einem vernünftigen Vitamin-D-Spiegel gibt es einen unteren und einen oberen Grenzwert, der angegeben wird. Ich weiß zwar nicht, warum es den oberen gibt, aber ist egal, ist ja schön, dass es überhaupt was gibt, womit man arbeiten kann. Und jetzt, wenn Sie jetzt gucken, Sie haben Blutbild und Sie haben den unteren und den oberen, dann sollten Sie, das gilt für fast alles andere auch, für eine optimale Deckung in der Mitte liegen. Also heißt, Sie nehmen den oberen plus den unteren, teilen durch 2, der Wert, der dabei rauskommt, das ist der Zielwert, den Sie haben wollen. Wenn Sie da nah genug dran liegen, ist okay. Wenn Sie ein bisschen drüber liegen, ist das auch okay. Da müssen Sie nicht mehr täglich so hohe Dosen Vitamin D nehmen oder sich nicht ständig in die Sonne legen oder ins Solarium gehen zum Beispiel, was auch unter Umständen helfen kann. Dann können Sie das einfach reduzieren. Aber in Ihrer Krankheitsphase würde ich anraten, ruhig diese Dosis temporär hochzufahren für eine Woche zum Beispiel und dann natürlich wieder abzusenken. Ja, das waren so meine Anregungen. Und wie gesagt, es ist nicht vollständig, ganz sicher nicht. Da gibt es mit Sicherheit noch ein Dutzend oder mehr Sachen, was man machen kann. Das waren jetzt einfach die ich interessant fand, wo ich auch hoffe, dass Sie interessant finden. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es interessant war, dass Sie es eine oder andere mitnehmen können, dass Sie vielleicht auch das Video an jemanden weiterleiten, der gerade eine Bronchitis hat, der dadurch vielleicht Anregungen kriegt, was er so machen könnte unter Umständen, wenn er dafür offen ist natürlich. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn Sie das Video oder meinen Videokanal abonnieren und mir vielleicht auch einfach einen Kommentar hinterlassen, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, Tipps, Ergänzungen, Kritik oder Lob. Schreiben Sie es in den Kommentar hinein. Natürlich können Sie mir auch gerne eine E-Mail über meine Homepage schreiben unter www.kallmeier-naturheilpraxis.de, so geschrieben wie hier. Und dann können wir da auf diesem Wege diskutieren oder austauschen oder ich kann Ihnen Fragen beantworten, je nachdem, worum es gerade geht. Ja, das war's von meiner Seite. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und tschüss.